Kategorie 1 ist ja ein Klassiker. Ich habe aber eine kleine Abwandlung. Das hier sind die ganz normalen 5. Oh nee. Ihr habt die falsche Haltung. Ihr seid beide, guck mal, Sido und ich sagen beide so, können wir. Und ihr seid so, oh nee. Normal ist schon zu viel für euch? Nein, also. aber lass doch einfach mal easy. Guck mal, von einfach auf normal, was hatte ich denn? Letzte Woche habe ich, obwohl ja. 3, das war drei nicht so schlecht. Ja, das war ja, aber wirklich entspannio und genieße. Okay. Es wird super. Die ganz normalen 5, was bedeutet das? Das hier ist ja eine ganz besondere Situation, weil zum ersten Mal hier gleich 4 Promis sitzen. Und das gab es vorher noch nicht. Und Stars wirft man ja immer vor, dass sie ein bisschen abgehoben sind und die Verbindung zum normalen Leben verloren haben und nicht mal wissen, was gerade ein Liter Milch kostet. Aber das ist bei euch anders. Das ist ja anders und das finden wir jetzt gemeinsam zusammen raus. Ein Liter Milch, 7 €. Ungefähr. Roundabout. Ich stelle euch jetzt ganz normale Fragen zum Alltag und jetzt geht's los. Ich habe heute extra eine Brille aufgesetzt. Ist euch aufgefallen? Ja. Nee. Und deswegen wird das jetzt, das wären 5 Punkte, pass auf. Welche Euro-Banknote ist überwiegend blau? Das weiß man ja. Das ist nicht gerecht. Ich finde das unfair. Ey, er wohnt in Amerika. Ich wohne in Amerika. Bei mir sind die alle grün. Wer in der Klasse ist, geht in Amerika zur Schule. Und die sind alle grün bei mir. Und ich habe auch nie Bargeld dabei. Bei mir sind die auch alle grün, aber ich wohne in Amerika. Ich habe 2 blaue. Bitte? Ich habe 2 blaue. Blau? Was für blau sprechen wir denn? Das normale überwiegend Blau? Überwiegend blau. Das Royal Blau. Was heißt denn überwiegend überhaupt? Naja, die sind ja auch noch eine andere. Ja, du merkst, ne? Das ist gar nicht so leicht auf der anderen Seite. Überwiegend. Es gibt nur einen blauen Euroschein. Habt ihr schon alle geschrieben? Oh Mann, ja. Ey. Wie bezahlst du denn, wenn du kein Bargeld dabei hast? Ja. Mit Kreditkarte. Naja, na ja, aber die haben wir ja auch. Naja, nee. Richtig. Habt ihr alle aufgeschrieben? Aber ja. Ist wir richtig. Schließen die richtig? Runde. Ja. Hast du richtig? Ich hab also, richtig, glaube ich. Wer weiß, wie das erste Sie hat gesagt, ich hab richtig. Kann sehen, was auf seinem Zettel steht. Ey, wir decken jetzt mal auf. Das ist aber auch geil. Hab ich's richtig? Ja, hast du. Alle zusammen. Wir decken alle zusammen auf und gucken mal, was ihr geschrieben habt. 20er. Sunny. 20er. 20 Euro. Alle richtig. Ihr kriegt alle einen Punkt. Also gut, guck mal. 20. Wir gucken mal oben auf den Würfel, so sehen die nämlich aus, falls ihr es vergessen habt. Ja. Die sind so blau und da steht eine 20 drauf. Was für eine Farbe hat der 5er? Das ist grün. Gibt nicht noch einen. Das ist ein klassisches Grün, sagst du? Ja. Naja, also wenn man es genau nimmt nach Fest, da ist es ja so, dass in den ersten 3 Monaten alle neuronalen Bahnen festgelegt werden. Mhm. Und in dem Umfeld, in dem man groß geworden ist, ist schon auch so, ist, dass die farbliche Wahrnehmung sehr unterschiedlich ist. Ich gebe dir recht. Was? Das was? Ist, was? Ja, das ist das Einzige, was aus Pädagogik... Ey, ihr habt alle einen Punkt, Moment, ich hatte Pädagogikleistung, das ist das Einzige, was hängen geblieben ist. Das war super langweilig, das schneiden wir ja. Danke, okay. Schmied. Original und so, das wollte ich gerne hören. Ja, sorry. Die Frage ist, wascht ihr selbst eure Klamotten? Ja. Die nächste Frage wäre nämlich, in welches Fach kommt in jeder Waschmaschine... jeweils das Hauptwaschmittel und der Weichspüler. Was? Also in welches... Wann hast du zum letzten Mal was selbst gewaschen? Warte. Nochmal. Wir müssen das jetzt einsortieren. Was ist das? Sag nochmal. Das sieht aus wie mein Covid-Test. In welches Fach kommt in jeder Waschmaschine jeweils das Hauptwaschmittel und der Weichspüler? Wann hast du zum letzten Mal gewaschen, Bill? Immer. Ich wasche jeden Tag eigentlich. Okay. Wie wäscht man diesen Seidenanzug? Bei der Reinigung. Kann man alle drei bedienen oder was? Es ist irritierend, weil das ist wirklich, das ist eine tricky Frage. Wer im Publikum wüsste es? Alle! Oh. Oh shit, man. Das schneiden wir auch raus. Nee.